Heute habe ich euch mal ein Dürrebild mitgebracht und zwar aus Kitzingen in Unterfranken, wo alles verdorrt ist. Der Boden ist staubtrocken und im Hintergrund seht ihr hier die Bäume, die lassen die Blätter hängen und so sieht es in weiten Teilen Deutschlands aus. Grüße Sie und grüße euch. Und Regen ist in den nächsten Tagen nicht in Sicht, zumindest mal nicht bis Freitag. Dann gibt es gewisse Unsicherheiten und es könnte lokal Überraschungsregen geben. Und wir machen heute mal nur Standard und starten mit den Tiefstwerten des gestrigen Sonntags. Da hatten wir im Erzgebirge und im Sauerland in den kältesten Regionen nur 3 Grad, immerhin in 2 Meter Höhe. 16 Grad waren es auf der Nordsee, 16 Grad auch am Bodensee. Die Höchstwerte lagen zwischen 18 Grad im Allgäu und 30 Grad im Südwesten. Und wenn man sich die Temperaturen des meteorologischen Sommers anschaut, die wir noch vor uns haben, dann geht es mit den Hitzepeaks weiter und am Schluss kämen wir bei 19,3 Grad raus, sowohl beim sogenannten Hauptlauf als auch beim Mittel und mit 19,30 Grad wären wir auf Platz 2 der heißesten Sommer, die es seit Aufzeichnungsbeginn gegeben hat. Und jetzt kommen wir mal zu was Interessantem, zwar die Wetterlage. Die schauen wir uns ja immer an für den nächsten Tag und dann bis in einer Woche. Das ist die Situation der kommenden Nacht. Das Hoch liegt westlich von Irland und hier seht ihr die Schattierungen. Da haben wir noch ein hohes Geopotenzial. Das bedeutet, die Luft in hohen Höhen ist trocken und sie ist stark hochdruckgeprägt. Da haben Tiefs keine Chance. Im Nordosten streifen uns vorübergehend etwas kühlere Luftmassen und es setzt sich schon wieder aus Südwesteuropa die Hitze in Bewegung. In 1500 Meter Höhe ist es im Norden einigermaßen gemäßigt. Im Süden wird es schon wieder wärmer. Spannend wird es dann in den kommenden Tagen. Da haben wir am Freitag folgende Situation. Hier ist ein Kaltlufttropfen unterwegs. Der zieht von Osten herein und da haben wir auch gestern schon ausführlich drüber gesprochen. Je nachdem, wo und wie der reinzieht, kann der für Unfug sorgen. Das heißt, aus dem Nichts heraus gibt es plötzlich Schauer und Gewitter. Und die Modelle, die haben vor allen Dingen die grobmaschigen Modelle, ihre Probleme mit der Berechnung. Jetzt zeigen sie keinen Regen. Aber wenn der Tag dann gekommen ist, und das wäre an beispielsweise morgen, dann sehen die Modelle anders aus. Wir haben dann auch noch über Südskandinavien und im Norden Deutschlands hohes Geopotenzial und die Beule der Temperaturen macht sich auch hier bemerkbar. Es ist nicht ganz so heiß. Da ist Überraschungsfaktor mit eingebaut oder ein Überraschungsfaktor. Und einen weiteren gibt es dann in einer Woche, am Montag. Das Hoch weicht so ein bisschen nach Westen. Wir sind so im Nirvana des Luftdrucks. Das ist so ein Isobarensumpf. Und schaut euch mal hier das Ganze an. Die Fläche in 5,5 Kilometer Höhe wird heller. Das heißt, der Hochdruck wird abgehobelt und es kommt so ein schwacher Tiefdruck dazu. Und wenn wir uns jetzt die Temperaturen in 1500 Meter Höhe anschauen, die steigen an. Das heißt, am Boden wird es wärmer und in der Höhe wird es kühler. Da kommt also eine Labilität. Momentan ist es so, unten warm, oben warm. Und dann ist es unten heiß und oben kühler. Da werden sich dann Schauer und Gewitter bilden, zwangsläufig aus der Wetterlage heraus. Wir haben zwar keine Feuchtigkeit, wo die sich rausbilden können, aber die Luftmasse bringt es dann allmählich mit sich. Wird eine spannende Angelegenheit. Heute starten wir mit Regen in den Ostalpen. Es sind auch noch einzelne Schauer unterwegs im Osten und Südosten Österreichs. Und auch von der Nordsee sind in der Nacht dichtere Wolken reingezogen mit einzelnen Schauern. Die ziehen im Laufe des Tages ins Binnenland rein, lösen sich dann weiter Richtung Lüneburger Heide beispielsweise auf. Es bleiben aber hier an den Küsten kompakte Wolken im Binnenland. Auf der See selber ist es sonnig, die wenigen Schauer klingen ab und auch im Südosten klingen die meisten Schauer ab. Ansonsten ist es strahlend sonnig. Der Wind kommt meist aus nordöstlichen Richtungen und die Temperaturen taumeln bei 20 Grad an der See und am östlichen Alpenrand und bei bis zu 32 Grad im Südwesten. Der Dienstag, morgen, bringt uns auch viel Sonne. Ein paar lockere Quellwolken sind vor allen Dingen östlich der Elbe unterwegs und man starrt die Wolken an und denkt sich, bitte fall doch mal der Regen raus. Kommt aber nicht. Ansonsten ist es wolkenlos. Der Wind weiterhin aus nordöstlichen Richtungen. Temperaturen werden so ein bisschen nach oben gelupft und die Luft ist nach wie vor sehr trocken und ohne Schwüle. Die Nächte sind auch gut aushaltbar zum Durchlüften. Der Mittwoch, strahlend sonnig im Nordosten, ein paar dünne hohe Wolkenfelder, die da durchziehen. Auf der Alpen-Südseite, speziell über den Bergen, ein ganz, ganz leichtes Gewitterrisiko. Der Wind wird zackig werden. Wir haben im Alpenvorland und vor allen Dingen
können auch in Ost- und Westfriesland ziemlich ruppigen Ost- bis Nordostwind. Sonst ist der Wind spürbar, aber nicht ganz so stark. Und es gibt zum Teil so richtige Böen, wo der Staub aufgewirbelt wird. Da kommt man sich irgendwie vor wie im wilden Westen, noch aus den Western, die man kennt. Da fehlt nur noch, dass irgendjemand da vorbeireitet. Die Temperaturen steigen noch ein bisschen an und liegen bei 27 bis 33 Grad, im Südwesten bei bis zu 34 Grad. An der See mit auflandigem Wind bleibt es kühler, auch am östlichen Alpenrand. Wenn ich solche Bilder erzähle, dass da jemand durchreitet, kann man sich ja, also da geht meine Fantasie durch, irgendwelche Schattierungen vorstellen, wer da durchreitet. Am Donnerstag weiterhin strahlender Sonnenschein mit wenigen dünnen hohen Wolkenfeldern auf der Alpensüdseite, einzelne Gewitter, ihr könnt euch selber vorstellen, wer das ist. Und weiterhin dieser recht böige Ostwind. Im Osten Österreichs kommt er aus nordöstlichen Richtungen. Temperaturen steigen noch ein bisschen an und liegen bei 28 bis 35 Grad an der See und am östlichen Alpenrand. Mühl- und Waldviertel ist es ein bisschen gemäßigter. Wir haben übrigens an den ganzen Tagen durch den Wind eine sehr, sehr hohe Sonnenstichgefahr, weil wir die Kraft der Sonne nicht spüren und die brettert noch ordentlich runter. Die Luft ist noch sehr trocken. Und dann kommt dieser Kaltlufttropfen herangezogen. Da habe ich mir nicht nur das amerikanische GFS-Modell angeschaut, sondern auch die anderen Modelle und daraus eine Art Mittelwert gebildet, was das Risiko für Schauer und Gewitter angeht. In den Alpen, speziell ab dem Alpenhauptkamm südwärts und dann allgemein von den Ostalpen durch Österreich bis nach Polen rein, steigt das Schauer- und Gewitterrisiko an, durch eben den Kaltlufttropfen. Ansonsten bleibt es sonnig, im Ostwind Temperaturen 24 bis 34 Grad. Am Samstag ein ähnliches Bild, da schwappt diese Höhenkaltluft ein bisschen weiter westwärts. In der gesamten Osthälfte und im Alpenraum haben wir ein ganz leichtes Schauer- und Gewitterrisiko. Im Osten Österreichs ist das erhöht, ansonsten bleibt es strahlend sonnig bei 25 bis 35 Grad. Je nach Sonnenscheindauer. Der Wind lässt übrigens nach, im Norden ist er noch spürbar aus nordöstlichen Richtungen. Und am Sonntag wird nach derzeitigem Stand der Dinge dieser Rest des Kaltlufttropfens nach Nordosten verschwinden und von Südwesten her kommt ein eigenständiges Tief herangezogen, das einen Schwall feuchtere Luft bringt, sodass wir zumindest in der Schweiz, in Südtirol, Osttirol und möglicherweise auch noch im äußersten Süden Baden-Württembergs die ersten ergiebigen Regenschauer und Gewitter bekommen, dann bei unter 20 Grad. Sonst sind es 26 bis 36 Grad mit weniger Wind und vor allen Dingen nimmt die Schwüle langsam zu. Zu guter Letzt noch, ich erspare euch übrigens die Niederschlagskarten, da ist eh nichts drauf, die Ensembles. Fürs Ruhrgebiet mal nach dem amerikanischen GFS-Modell. Ihr wisst, die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe und die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Hier unten sind die Niederschlagssignale. Alle Ensembles, die wir jetzt sehen, beginnen mit den Niederschlagssignalen ab dem kommenden Wochenende. Der hellgrüne, das ist der sogenannte Hauptlauf. Und um den Hauptlauf herum sind viele Läufe dabei, die Niederschläge bringen würden. Nicht viel, aber zumindest mal ein bisschen was, dass es nicht mehr so rumstaubt. Da sind die Kaltlufttropfen dann abgebildet. Und das europäische ECMWF-Modell, auch der Hauptlauf, sehr trocken, da ist ja nichts drauf. Ansonsten doch eine recht muntere Niederschlagsneigung, die aufkommt, verglichen mit dem, was wir jetzt haben. Da bleibt es nämlich staubtrocken. Im Thüringer Becken weit überdurchschnittliche Temperaturen. Ab dem kommenden Wochenende, speziell aber danach, Chance auf den Kaltlufttropfen mit ein paar Regenschauern. Und das zieht sich dann bis Ende August rein, nach dem amerikanischen Modell, nach dem europäischen Modell. Ein ähnliches Spiel und zu guter Letzt noch der Blick ins Allgäu, wo es ja generell niederschlagsreicher ist, aber da ist momentan auch nichts los. Die nächsten Tage sind hier trocken. Mit dem Wochenende, mit dem Heranziehen des Kaltlufttropfens nehmen allerdings die Niederschlagssignale deutlich zu. Schaut euch mal was da an, was da für Lümmel dabei sind, die so richtig nach oben gehen und der sogenannte Hauptlauf bleibt noch unten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Schauer und Gewitter bekommen ab Samstag, Sonntag, nimmt vielerorts doch zu. Und das europäische ECMWF-Modell ist auch sehr niederschlagsreich, aber eben erst ab dem Wochenende in den Bergen mehr, im Flachland weniger. Bis später.